Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Good to Know in Zelda Tears of the Kingdom. In dieser Episode will ich euch zeigen, wo ihr das Kletterrüstungsset finden könnt. Und zwar befinden wir uns hier in Ranel. Das ist unterhalb des Zorana-Turms. An der Position hier. An der Höhle. Da gehen wir rein. Benutzt ruhig den Gleitschirm schon von Anfang an und die Fähigkeit des Weisen ist hier sehr hilfreich, weil das ist eine nasse Höhle, da rutscht man extrem leicht ab. Aber wenn man hier einmal dran landet und schnell nach oben springt, ist das am Anfang kein Problem. Dann lauft er einfach hier durch. Und müsst am Ende hier unten ankommen, wo ihr hier die Wurzeln wegschlagt. Eine Ausdauerkörper habe ich noch nicht mal gefunden gehabt. Witzig. Geht bis zu diesem Tor durch und zieht das mit der Fähigkeit einfach nach oben. Dadurch fließt das Wasser ab und ihr könnt hier rechts an der Stelle einen von diesen seltenen Fröschen finden. Aber hier gehen wir hin, um die Kletterschuhe zu finden. Das, was ich eben markiert hatte, da schwimme ich jetzt noch hin. Aufschlagen, das Vieh abschießen und dann geht's zur nächsten Position. Die zweite Position ist in der nördlichen Hyrule-Ebene, in der Nähe von dem Sinakawaka-Schrein und dem Maritta-Stall. Da ist hier so ein Loch, da springen wir rein. Und wenn wir hier drin angekommen sind und uns umdrehen, haben wir hier direkt auch so einen Frosch. Fast eine Donnerblume ausgewählt. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich weiß, dass die Majoi Signum heißen, aber heißen diese Viecher auch Majois? Ich nenne die einfach immer Viecher, ist egal. Frösche. Und dann müsst ihr hier in diesen Wasserfall, der da abfließt, da könnt ihr durch. Sieht man auch an den Pilzen, die dahinter leuchten. Und dann findet ihr da die Kletterhandschuhe. Ist witzig, dass sie so heißen, weil das sind gar keine Handschuhe, das ist eigentlich eine Brustrüstung, aber naja. Die dritte und letzte Position ist hier zwischen dem Mikau- und Lulusee. Den einen Wasserfall hier hochschwimmen oder falls ihr die Zora-Rüstung noch nicht habt, entweder von oben hier runtergleiten oder hochklettern. Und hier drinnen, das spiele ich mal mit doppelter Geschwindigkeit ab, ist auch die Höhle wieder ganz nass. Deswegen stellt er sich hier beim Klettern immer ein bisschen an. Das Springen würde ich nicht empfehlen, weil da rutscht man direkt ab. Ihr könnt das entweder mit extra Ausdauer bewerkstelligen, dass ihr dann nur langsam klettert und Geduld habt, weil ihr rutscht immer wieder zurück, aber ihr kommt trotzdem höher. Ich mache das Ganze hier mit einem Teil des Froschsets, damit rutscht man nicht so viel ab. Mit dem ganzen Froschset würde man sogar überhaupt nicht mehr abrutschen. Was ich hier aber auch hätte machen können, ist, dass die Kletterset-Teile schon anziehen, die ich bekommen habe, weil dann klettert Link auf jeden Fall schneller. Aber ich bin Trottel und habe das in dem Moment nicht bedacht und habe mich hier mega abgemüht, was ja anders vielleicht schneller gegangen wäre. Also mit dem Kletterset, was wir bisher gefunden haben, ist das hier bestimmt leichter machbar. Deswegen würde ich das Teil hier auch auf jeden Fall am Ende holen. Wenn wir oben angekommen sind, finden wir dann auch hier das Kletterkopftuch.
Und auf dem Weg nach unten können wir nochmal dem Bereich entlang gleiten. Da oben ist noch irgendwas. Aber da kommt man nur mit der kompletten Froschrüstung ran. Und hier am Ende rechts ist noch eine Plattform, die dann auf der anderen Seite eine Höhle zeigt. Und da haben wir hier dann wieder einen von den Majoestrinnen oder Frösche. Dann zeige ich euch noch, was das Kletterset macht, denn surprise, mit dem Kletterset klettern wir besser und schneller. So klettern wir normal, langsam, mühsam, und wenn ich das jetzt anziehe, legt Link den Turbo ein und klettert viel schneller und besser für denselben Ausdauerverbrauch. Also ohne die Kletterrüstung würden wir die Wand mit meiner Ausdauer auf keinen Fall erklimmen oder nur ganz langsam, und mit der Kletterrüstung ist das hier easy peasy. Ich zeige euch dann gleich in Hateno noch, wie ihr die färben könnt, damit ihr die auch in allen Farben, die im Spiel vorhanden sind, sehen könnt. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. So wie Link hier. Die Farben lasse ich euch wie immer in normaler Geschwindigkeit laufen. Und dann hoffe ich wie immer, dass euch der Guide sehr weitergeholfen hat. Ist eine sehr gute Rüstung, man muss viel klettern im Spiel. Ich hätte sie mir schon viel früher holen müssen, die hätte mir wirklich viel Arbeit abgenommen und erspart, aber besser später als nie. Ihr könnt das jetzt mit dem Guide auf jeden Fall früher machen als ich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert. Viel Spaß beim Holen von dem Kletterset, und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen und macht's gut.